Und weiter geht's mit Let's Play Ancestors Legacy. Und wir wollen, glaube ich, den nördlichen Pfad nehmen. Wir haben ja zwei Pfade. Den nördlichen Pfad, den wir nachts entlang gehen können und dann relativ unsere Ruhe haben. Oder den südlichen Pfad, bei dem wir durch eine ganze Menge Fallen durch müssen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich mag keine Fallen im Spiel. Genau das. Genau das ist die beste Zusammenfassung. Schrei mich nicht so an. Das nächste Problem über Kavallerie. Wir können die auch nicht hier bei den Punkten hier aufstocken lassen. Die müssen echt immer zurück zur Hauptbasis. Soll mir aber Rahlicht sein. So, jetzt haben wir die Eisenmine auch noch besetzt. Wie viel kriegt man? Das ist eigentlich eine große Eisenmine. Bin ich mal gespannt, wie viel die mir einbringt. Das muss einfach plus 100 sein oder so. Dann gucke ich nicht schlecht. Gut, nicht ganz so heftig, aber trotzdem 20 mehr. Das macht was. Aber jetzt können wir dann mal anfangen, unsere Truppen ordentlich zu panzern. Und da fangen wir einmal komplett durchgängig an. Wir sehen ja schon, wie unsere Truppen normal aussehen. Das ist nichts Besonderes. Dann gucken wir uns mal die ganzen Panzer-Upgrades an. Ah, bei der Kavallerie merkt man es schon gut. Das ist wirklich schon was Anständiges, was wir hier haben. Unsere gepanzerten Sperrdrücke sind auch schon mal nicht schlecht dabei. Ui. Die haben sogar schon, einige von denen haben eine Harnische an. Ich würde sagen, Stufe 2 reicht bei den meisten Truppen erstmal schön. Und dann gucken wir mal den Pfad. Jetzt haben wir Nacht, oder? Schön. Schön, 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 schön. Da drüben in Position gehen. Auf dem Weg natürlich erstmal gucken. Und die Kavallerie checkt erstmal den Pfad ab. Hier sollten ja keine Fallen sein. Eigentlich. Ich kann mich auch vertuten. Wahrscheinlich sind da drüben irgendwo Feinde. Wahrscheinlich sind die überall Bogenschützen, die auf mich schießen würden, wenn es Tag ist. Genau, fahren wir zusammen eine Rallye. So, Truppen. Kommt mal her. Richtig. Gut. Jetzt geht es hier um einen schnellen Kampf hier. Ich hole mal noch Kavallerieunterstützung, dass wir dann schnell Verstärkung dazuziehen können. Ansonsten dauert es ein bisschen lange. Ja, da sind wir eigentlich schon da zum Einsatz. Wir sind schon bei unseren Verbündeten angekommen. Bereitet euch auf den Angriff vor. Die haben auch schon echt viele Speerträger hier. Die aber auch. Die sind gut gepanzert. Oh, nur mit unserer Kavallerie werden wir da Probleme haben. Unsere Fernkämpfer sollen auf jeden Fall unterstützen. Unsere Kavallerie zusammen mit Meinhard. Die Speerträger können ja hier vorne an der Front unterstützen. Meinhard und die Kavallerie. Damit geht's euch gut. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Kommt mal hoch und helft mal. Obwohl, unsere Türme machen schon ganz gute Arbeit. So, ihr geht mal irgendwo seitlich. Klappt das, dass wir euch seitlich irgendwo für Flankierungen aufstellen? Ich hoffe mal. Wäre cool. Würde ich feiern. Ah, hier schießen die Türme auf uns. Mann. Oh, da kommen sie. Gut, dann schießt mal schön drauf. Oh, die sind sehr, sehr gut ausgestattet hier. Aber na, wir kriegen dort gut was rein. Wir bereiten uns vor, für den Fall, dass unsere Verbündeten versagen, mit einer schönen Schwerformation. Wir hätten auch Fallen aufbauen können, aber passt erstmal in die Richtung, bitte. Ich
ich würde gerne die Schlacht betrachten. Oder die Tracht beschlachten. Ich würde gerne die Tracht beschlachten. Warum geht's mir die ganze Zeit? Da sind wir doch schon mal näher an dem, was ich sehen will. Kann sein, dass die Musik gerade ein bisschen spinnt. Was auch immer durch dieses Tor kommt, lasst es nicht passieren. Okay. Lasst gut sein. Da brechen sie jetzt bei mir ein. Aha. Vernichtet. Dann nehmen wir mal unsere Panzerdivision mit. Und da Frankreich gerade ein bisschen weiter weg ist, gehen wir zumindest mal auf das Rathaus hier. Wo ist das Rathaus eigentlich? Da, das sollte schnell gehen. Okay, das Türmchen machen wir mal weg, weil das stört. Hui. Alter Falter, haben die hier noch Reserven aufgebaut. Alter Falter, haben die Reserven. Okay. Okay. Okay, es ist okay, ich verstehe. Ich verstehe, es war keine so gute Idee, so schnell anzugreifen. Denn der nächste Angriff kommt und spawnt gerade. Upsi. Schaden dadurch. Ich glaube, wir machen Bogenschützen, die sind echt gut. Was? Oh, die holten ja auch Truppen aus. Immerhin. Ein bisschen ausruhen, bitte. Einheit kann hier ein bisschen erstmal aufhalten. Da haben wir nochmal die Kavallerieverstärkung. Ja, da können wir uns hier nicht mehr aufstocken. Gleiches gilt für euch. Ich habe die Armbrustschützen eigentlich woanders lang schicken wollen. Nur so. Angemerkt. Ah, der verdammte Turm hier. Zurück. Bevor wir Verluste ohne dich machen, nur weil der Turm da schiebt. Der nervt. Den müssen wir wegmachen. Dringend. Und ihr zieht euch wirklich mal zurück. Ernsthaft. Meinhard, du musst mal helfen. Okay, auf die Armbrustschützen. Gut, die Kleefen-Infanterie hilft, aber boah. Oh Gott, zurückziehen, ganz zur Hauptbasis. Mein Ziel, den Turm kaputt zu machen, habe ich ja mal wunderbar nicht erreicht. Okay, Sperrball haltet den Durchgang.
Aber wir haben keine Verluste gemacht. Zumindest nicht direkt. Oh, warte. Wir können hier aufstocken. Wunderbar. Ja, kommt schön rein. Guck, was ihr davon habt. Verstärkung. Nur das größte Problem ist, geheilt werden können sie nur in der Hauptbasis. Die gucken ziemlich blöd aus der Wäsche. Alter, was haben die da schon wieder aufgestellt? Ich würde ja gern umlaufen schnell mit Kavallerie. Ich meine, anders. Wie soll ich da so schnell durchkommen zwischen den ganzen Angriffswellen? Nix da. So. Jetzt haben wir schon mal ordentlich was aufgestellt. Kavallerie. Tougher finde ich super. So, da geht der Beschuss wunderbar. Nachdem wir den Angriff abgewehrt haben, müssen wir sofort reinstürmen. Leider haben wir die Kavallerie gerade noch nicht da. Vielleicht sollte ich noch einen Angriff abwarten, wenn wir vollzählig sind. Das könnte sogar noch besser sein. Außer als Gottes Willen, die werden hier so zermetzelt, die Gegner. Die Bogenschützen werden auch stärker. Ich glaube, das ist ein ziemliches Gemetzel hier. Okay, Sperrwall auflösen, komm, wir greifen an. Gerade ein super Augenblick. Blaugeneck. So, erstmal den Turm. Dann mache ich sofort die Schießanlage. Die können da nicht ewig gegenhalten. Probe win. Ich gehe trotzdem den Weg hier lang, weil das da könnte ein bisschen schwieriger werden. Den direkten Weg zu nehmen. Ah, beeilt euch mit dem Schießstand, komm. Okay, Fernkämpfer, ihr könnt auch mal mitkommen. Bis jetzt war ich noch vorsichtig, aber das funktioniert perfekt. Puppe! Ey, Puppe! Bist du bei meinem Rohr anfangen? Ich müsste an dieses eine GameStar, die Redaktionsvideo denken. Wo Heiko Klinge so. Also war es so eine Aufstellpuppe einfach von WoW, so eine Nachtelf-Puppe. Und der kommt da hin mit so einer Bazooka-Replika, einfach so: Hey Puppe, willst du mal mein Rohr anfassen? So bescheuert, das Wortspiel einfach. Aber gut, es ist echt gut. Ich muss da jedes Mal aufs Neue schmunzeln. So, das Rathaus wird fallen.
Ach du lieber Gott, das dauert ja ewig, bis das Ding brennt. Wir brauchen ein bisschen Kavallerieunterstützung. Und noch ein bisschen mehr, wenn wir schon dabei sind. Wir hatten die Kuh rausgelassen. Die haben hier ständig einen Brunnen, der nervt. Mach mal den Brunnen weg. Ein Brunnen anbrennen, das ist irgendwie... Ja, kann man machen. So, jetzt sind die meisten vom Bund damit beschäftigt, den Brunnen zu löschen. Ja, aber damit machen sie schon mal das Rathaus nicht, ne? Und so. Das ist okay. Kommt mal an. So, mach mal den Brunnen weiter, der nervt wirklich. Kannst du mich wirklich ein bisschen vertreiben, übertreiben. So, wir könnten auch natürlich die ganzen Leute abschlachten, die ganze Zeit durch wollen, ne? Um zu löschen. Vielleicht sogar noch besser. Ei, die Bogenschützen hier sind ja fast tot. Aber wir haben das Rathaus, wunderbar. Hossa! Das war jetzt nochmal eine gute Schlacht. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Kapitel, bei Kapitel 3 der deutschen Kampagne.